willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich war wieder bei Lidl, habe ein Glen Alba 25 Jahre dabei, ein Blended Scotch Whisky und der hat ein Madeira Cask Finish bekommen. Der Whisky ist aus dieser neuen Apfel-Range von Lidl quasi. Da gab es ja kurz vor Weihnachten eine ganze Batterie an neuen Abfüllungen und ja, der war mit dabei. Nach dem großen Lidl High-End-Tasting habe ich mir dann gedacht, komm, holst du die anderen Bullets halt auch noch alle und dann kann man die mal alle probieren. Ja, und hier ist Madeira. Madeira finde ich schon immer sehr spannend als Abfüllung. Kann gut sein, kann auch nicht so geil sein. Ich glaube, bei den Glenallachie Madeira Cask Finish der zweite Platz, glaube ich, nicht so lecker. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich hier gleich im Glas habe. Wir haben hier ein Blend aus Grain und Malt. Und es gibt jetzt Batches. Die Batches stehen jetzt mit auf der Buddel drauf. Also vorne kann man direkt ein Batch finden. Und da steht jetzt JS1 mit 41,4%. Ist gefärbt, deswegen hier um die Farbe können wir wieder nichts geben. Auch wenn die hier prominent immer auf der Dose beworben wird, die Farbe. Ja, ist wie gesagt gefärbt, kann man halt nichts, können wir nichts von ableiten. Können wir nicht sagen, okay, der war, keine Ahnung wie dunkel der war, als er aus dem Fass kam. Vermutlich hat man den auch noch ordentlich hochgefärbt, wie sagt man das denn? Ja, auf jeden Fall haben wir ihn so gefärbt, dass er halt schön dunkel ist. Schön dunkel verkauft sich gut, das wissen wir ja. Die Farbtrinker unter uns finden sowas immer nice. Aber natürlich nur, wenn die Farbe vom Fass kommt und nicht, wenn da noch Zuckercouleur reingehauen worden ist. Nichtsdestotrotz habe ich die Bulle jetzt hier, 59,99, kriegst du im Angebot, glaube ich, für einen Fuffi. Ob sich das lohnt oder nicht, werden wir gleich sehen. 25 Jahre ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir halten schon mal die Nase rein und gucken mal, was wir so im Glas haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Los geht's. Also der hat eine schöne Vanillenote, also wirklich eine sehr intensive Vanillenote, würde ich schon fast sogar sagen. Also das ist so, wenn du so eine Vanilleschote aufschneidest, ne, so wirklich eine frische Vanilleschote schneidest, die auf und kratzt so das Vanillemark daraus. Das ist so dieser erste Geruch, den du bekommst. Ne? Und es ist sehr intensiv vor allen Dingen, also sehr kräftig intensiv. Die Aromen kommen da richtig gut raus. Hat auch so ein bisschen was von so einer roten Grütze oder so. So eingekochte Beeren, so irgendwie sowas in die Richtung geht hat. Aber die Vanille, wow. Die ist sehr intensiv. Es riecht wirklich sehr, sehr krass danach. Ne? Also ich könnte auch schwören, ich rieche gerade an dieser Vanilleschote. Hat auch so was Erdiges, als wenn du wirklich so, keine Ahnung, bist gerade im Garten und gräbst gerade ein Loch für deine Blumen und dann riechst du mal so an deinen Händen. So in diese Richtung geht das auch noch, das kommt noch mit dazu. Aber sonst hat er noch so eine leicht frische, mentholige Note, dass er so ein bisschen prickelnd auch in der Nase ist. Aber sonst, ja, macht er jetzt erstmal nicht viel falsch, würde ich sagen. Erahne ein bisschen Schwefel, ein bisschen Zündplättchen-Schwefel, hier so Schießpulver so in die Richtung. Aber das hält sich auf jeden Fall sehr in Grenzen gerade. Ich muss schon sagen, je nachdem wie du halt, wie intensiv du einatmest durch die Nase, schiebt der schon ordentlich in der Nase. Deswegen kann ich fast gar nicht glauben, dass der nur 41% hat, weil der gibt schon echt Gas, muss man wirklich sagen. Also wenn du mir den jetzt blind hinstellen würdest, würde ich den auf 46 bis 48 locker tippen. Ja, also ich weiß, ich glaube, mehr kriege ich da gar nicht. Ich würde einfach mal probieren. Slanger.
Oh, der ist lecker. Also schön, schöne intensive Vanillenote. Schmeckt auch wirklich wie so eine Vanillesoße, die du gerade gemacht hast. So eine schöne dickflüssige Vanillesoße mit frischer Vanille aufgekocht. Richtig lecker. Und dann kommt wirklich so eine Fruchtkompottbombe. Ja, also es ist wirklich so schöne eingekochte Früchte. Stell dir wirklich vor, du hast so eine rote Grütze, die schön warm ist, mit so einer schönen Vanillesoße drüber. Richtig dick eingekocht alles. Schöne frische Vanille dabei. Sehr, sehr lecker. Schöne Süße auch. Also so ein bisschen nussig auch. Wie so leicht geröstete Haselnüsse so in die Richtung. Also sehr, sehr schön. Lässt die Nase gar nicht so vermuten, dass das so intensiv schmeckt. Also jetzt auch beim Abgang merke ich so, der bringt noch so eine gewisse würzige Note mit, vielleicht so ein bisschen so Holzwürze noch mit dabei, das merkt man auf jeden Fall. Aber ansonsten, schöner Whisky. Auch wenn die Nase eher, also was anderes erhofft, also du denkst ja, wenn du riechst und denkst in der Nase, könnte auch kritisch werden, aber geschmacklich, wow, super, echt. Naja, ich probiere nochmal einen Schluck. Also passt für mich. Ich achte jetzt mal ein bisschen mehr auf den Abgang. Abgang wird ja so ein bisschen frischer. Der Alkohol schiebt auch noch so ein bisschen nach. Aber also diese Fruchtigkeit bleibt. Der kriegt irgendwie noch so was wie so ein bisschen Kardamom, Nelken, so in die Richtung. Aber sonst schöne Holzwürze dabei. Leckerer Whisky, lecker zum Trinken. Ja, und ich habe auch keinen Schwefel. Ne? Also du hast so in der Nase so eine ganz leichte Note. Da denkst du so, oh, es könnte so ein bisschen Zündplättchen-Schwefel sein. Aber geschmacklich ist da nichts von da. Super süffig, kann man sehr gut trinken. Trinkt sich auch wie ein Whisky, der 46% hat. Also ich würde auch beim Trinken nicht auf 41,4% schließen oder tippen, sondern würde wirklich sagen, dass der auf jeden Fall mehr hat. Fruchtig ist er, süffig ist er, vanillig ist er. Ja, 4 bis 5 Daumen hoch. Kann man nicht anders sagen. Leckeres Zeug, kann man sich auf jeden Fall zulegen. Schön, schöner Whisky, wirklich. Also da haben die bei Lidl was Schönes abgefüllt. Das für die Kohle. Und ich finde auch, du merkst halt auch nicht, dass da Grain Whisky mit drin ist, ne? Hatte ich bei dem Port übrigens auch nicht. Das merkst du nicht. Vielleicht ist der Maltanteil sehr hoch oder du merkst ab einem gewissen Alter den Grain-Anteil gar nicht mehr so krass, ne? Weil der kommt ja auch in der Nase gar nicht durch, ne? Und das ist ja wirklich, es steht ja nicht Blended Malt Scotch Whisky, ne? Ja, cool. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen, ne? Also macht man nichts mit falsch für die Kohle. Ich glaube, für 50 Euro, was willst du da meckern? 25 Jahre alter Blend, ne? Madeira Cask Finish. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Gut, wenn ihr den schon im Glas hattet, schreibt es ja gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr den so fandet. Folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram. Kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Und natürlich gibt es jetzt auch Kanalmitgliedschaften. Da gibt es coole Goodies. Da müsst ihr euch einfach nur über YouTube anmelden. Da steht irgendwo unter dem Video Mitglied werden. Und dann könnt ihr euch da irgendeine Stufe aussuchen, mit der ihr mich supporten könnt. Weiterhin könnt ihr mich auch bei Patreon supporten. Da findet ihr auch unter dem Video den Link zu. Einfach anklicken. Da gibt es unter anderem die Möglichkeit, als Goodie ein Tasting vor Ort mit mir zu bekommen. Also schaut euch das gerne mal an. Supportet meinen Kanal. Einen sehr geilen Kanal, würde ich mal behaupten. Aber das entscheidet natürlich ja letzten Endes ihr. Ja, und ich würde jetzt einfach sagen, ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.